nächste Kampf ist ein Schwergewichtskampf. Ruben Wolf gegen Fatih Aktaş. Ruben Wolf hat sich in letzter Zeit enorm weiterentwickelt. Er ist noch gefährlicher, als er es früher war. Wer sich an den Kampf gegen Jelena Bulgaria erinnert und an das schwere Knockout, kann sich vorstellen, welche Knockout-Power der Mann hat. Fatih Aktaş von Fox Gym Wien ist ein erfolgreicher Thai-Boxer, der ins MMA umgestiegen ist. Er stellt sich jeden Fight und will ganz daran. Dieser Kampf könnte mit einem Knockout enden. Yeah.
Runde 1. Neben Seber kümmert sich hier noch um einen Kämpfer, meine Damen und Herren. Das ist wieder ein MMA Heavyweight-Kampf bis 120 Kilogramm. Angesetzt auf 3x5 Minuten in der blauen Ecke. 1,91 Meter groß und 106 Kilogramm. Come on!
Zwei Herrschaften haben wir wieder mit den Trophäen, und zwar ist er seinerseits wieder ein ehemaliger Fußballprofi und Nationalteamspieler, und auf der anderen Seite Adi Hütter, der mit Göttingen in Kürze in der Bundesliga spielen wird. Meine Damen und Herren, zwei Sportler mit Trophäen für zwei andere Sportler. Herr Hütter wird den Pokal für Fatih Aktaş übergeben und Herr Eligil für Ruben Wolf. Die Kämpfer bitte in die Mitte, damit ich das Ergebnis bekannt geben kann. Nach einer Kampfzeit von 2 Minuten 40 durch Aufgabe der Sieger dieses Kampfes, Ruben Wolf.